Ja, hallo? Und wir lesen für euch jetzt deutsche Tweets. Deutsche Tweets. Okay, also die erste Frage kommt von @snabbeltr. Wie ist es möglich, dass es ständig regnet und stürmt, aber niemand eine Erkältung hat? In Winden gibt es eine Apotheke, die wird in der Serie nicht gezeigt, aber dort gibt es ein Mittel und dadurch werden die Leute einfach nicht krank. Weiß nicht nochmal. Spartumol? Spartumol. Paul Rost. Paul fragte, wie fühlt sich das Zeitreisen an? Zeitreisen geht auf die Knie. Prickelt und kriegt extreme Schweißausbrüche und das ist überhaupt nicht schön. Zeitreisen sind gar nicht so gefährlich. Man sieht es ja an mir. Mit wem aus Dark würdet ihr gerne mal die Rollen tauschen, fragt VMDC. Ich will mal einen Tag Jonas sein. Okay. Mit dir nicht? Du bist so ein Arsch. Würde mit niemandem tauschen. Bin doch nicht bekloppt. Ich spiele Noah. Nächste Frage. Funny Bates Mortier. Warum zieht eigentlich niemand aus Winden weg? Man kommt nicht raus, ne? Weil eine Mauer drum gebaut wurde. Ja, genau. Da will ich auch gern. Warum zieht auch niemand hin? Die Miete nicht so hoch. Das stimmt. Die Mietpreise steigen, deswegen bleiben alle in Winden. Funny, es wird noch beantwortet werden. @St.Just0R schreibt: Das absolut Unrealistischste an Dark ist, dass die mitten in Deutschland überall Top-Handy-Empfang haben, sogar im Wald und in der Höhle. Right, das stimmt. Das ist eigentlich das einzige Ding, was alle in Winden hält. Mega guter Handy-Empfang. Ja, selbst im Wald. KJ. Wer genau ist denn dieser doofe, aber sexy, Priester? Er scheint der Böse, er scheint der Bösewicht zu sein, aber vielleicht versucht er nur die Welt zu retten. Ich bin dieser doofe, aber sexy Priester. Er scheint der Bösewicht ja, zu sein, aber nicht alles, was scheint, ist dann auch wirklich so, wie es scheint. You never know. Und das ist die große Frage. Ich kann nur jedem dazu raten, be your own hero. Ah, @MoritzJahn95 fragt. Oh, ein Moritz-Fan. Ja, ein Moritz-Fan. Was war eure Reaktion, als ihr gelesen habt, dass Martha die Tante von Jonas ist? Klammer auf, wenn Moritz auch beim Interview ist, bitte an seinen Gesichtsausdruck ranzoomen. Der ist nämlich immer legendär. Was? Was? Oh mein Gott. Das ist einfach echt ein tragischer Fall. Aber es geht ja Jon Snow genau... Game of Thrones Spoiler, es geht Jon Snow genauso. Oh Gott. Jetzt bist du gehatet. Ihr müsst davor Spoiler einblenden, das ist richtig wichtig. Mich persönlich würde noch interessieren, wie geht's denn weiter?